Hi, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute möchte ich euch anhand einer kleinen Diashow den Ausbau meines Campingbusses vorstellen. Der Bus dient mir bei meinen Outdoor-Touren oft als Basislager. Das soll jetzt keine bis ins Detail beschriebene Ausbauanleitung für einen Selbstausbau sein, sondern lediglich meine Arbeit dokumentieren. Natürlich, wenn ihr euch davon inspirieren lässt und selber euch an so ein großes Projekt heranwagt, stehe ich euch auch gerne für Fragen bereit. Ich werde auch am Ende des Clips euch nochmal ein paar Sätze mit auf den Weg geben und ja, wünsche euch dann viel Spaß. Ja, das ist mein Bus Peugeot Boxer, Baujahr 99, so stand er im Internet, sehr verkaufsfördernde Fotos. Die Wahrheit sah dann so aus, Rost und noch mehr Rost. Ich habe das Fahrzeug dann trotzdem gekauft, weil ich dachte, das kriegt man hin. Die Teile, die hier zu sehen sind, wie die Reserveradhalterung, die habe ich selber restauriert, aber bei den anderen Teilen musste dann ein Profi ran. Nachdem die Schweißarbeiten am Unterboden erledigt waren, begann für mich der Ausbau. Als erstes sollte der Holzboden ausgebaut werden, um zu kontrollieren, wie der Metallboden im Inneren aussieht. Echte Scheißarbeit, war ja doch an über 200 Punkten verklebt und ich wollte ihn ja erhalten, um Kosten zu sparen. Freunde belächelten diesen Arbeitsschritt, aber ca. 70 kleine Bohrlöcher, die ich mit Edelstahlnieten verschloss, und eine Menge Flugrost machten diese Vorgehensweise sinnvoll. Nach gründlichem Schleifen, jeweils zwei Lagen Rundierung und Lack, sah das Endergebnis dann so aus. Zum Abschluss der Bodenarbeiten habe ich die Sicken mit Dämmstreifen aufgefüllt, damit sich kein Kondenswasser bilden kann. Eine einfache Lage Trittschalldämmung und eine aluminiumbeschichtete kamen noch oben drauf. Diesmal habe ich den Holzboden nicht geklebt, sondern nur mit dem Unterboden verschraubt. Beim nächsten Schritt hieß es dann, sämtliche Öffnungen für Fenster, Dachluke, Kühlschrank, Wassertanks, Stromanschluss und so weiter in den Bus zu sägen. Und ihr könnt mir glauben, es fällt einem nicht leicht, in einen dichten Bus ein Loch ins Dach zu schneiden. Für die Öffnung fertigte ich dann Hilfsrahmen aus Holz an, die mit Sikaflex eingeklebt wurden. Das ganze Fahrzeug bekam dann innen eine Lattung. Diese dient dazu, Schränke und alle Einbauten daran zu befestigen. Zum Teil wurde die Lattung geklebt und mit Schraubnieten an die Träger geschraubt. Zur Vermeidung von Kondenswasserbildung habe ich die Vertiefung im Dach mit Dämmstreifen aufgefüllt. Bevor man mit der Dämmung loslegt, sollten die elektrischen Arbeiten und die Wasserinstallation abgeschlossen sein. Bei der Dämmung habe ich darauf geachtet, dass sie ganz an der Fahrzeugwand anliegt. Nur so kann Kondenswasserbildung vermieden werden. Die Dampfsperre wurde danach straff auf den Hilfsrahmen getackert und die Klammern überklebt. Nach der Dämmung des Dachs begannen die Beiz- und Lackierarbeiten. Bei der Montage der einzelnen Dachplatten und der Dachluke kam schon Freude auf, da es ein erstes fertiges Teilstück darstellte. Wie man hier sieht, die nächsten Schritte erforderten viel Präzision. Der Möbelbau und die Arbeiten an den Wandverkleidungen waren sehr umfangreich. Zuschneiden, schleifen, anpassen, wieder rausnehmen, zweimal beizen, drei Lackschichten. Das alles nahm sehr viel Zeit in Anspruch. Ich denke, die folgenden Bilder können das ganz gut rüberbringen.
zwischendurch immer wieder Installationsarbeiten, die mit dem Möbelbau koordiniert werden mussten, wie zum Beispiel Gasanlage, Wasserversorgung und Heizung. Besonders stolz bin ich auf den Bau des Küchenblocks, da er multifunktional sein sollte. In ihm habe ich zwei große Türen, eine Schublade, einen Besteckkasten, ein schmales Seitenfach für Putzmittel und die Ausschnitte für Herd und Spüle sowie einen kleinen ausziehbaren Tisch für den Außenbereich realisieren können. Beim Zuschnitt der Polster habe ich noch mitgewirkt. Die Näharbeiten hat dann ein Profi übernommen. Das Kabelwirrwarr hat mein Freund Ola perfekt in Einklang gebracht. Bis heute keinerlei Störungen oder Ausfälle. Mein Freund, nochmal thanks dafür. Hier noch ein paar Bilder zu dem Apothekerschrank für Getränke, dem Tisch, eine Halterung für den Fernseher, die Dusche mit WC und auch die Halterung für die Dusche, sowie die Durchgangstür, die für eine thermische Trennung von Wohnraum und Fahrerkabine sorgt. Hallo, nochmal eine kleine Anmerkung zu dem Clip hier. Also bei der Dokumentation habe ich nicht alle Arbeiten aufgeführt, also da kam noch eine ganze Menge mehr mit zu, wie zum Beispiel die Solaranlage noch hier auf dem Dach ist. Zur Dauer kann ich sagen, ich habe ungefähr ein Jahr daran gearbeitet und das täglich mehrere Stunden. Was auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, war die Planung. Das habe ich vorher total unterschätzt. Also 50% der ganzen Sache, des ganzen Projekts, war die Planung. Ich habe also nächtelang vom Computer gesessen und bin durchs Internet gesurft, habe Material gesichtet, Preise verglichen, Skizzen und Entwürfe angefertigt, Zeichnungen, Berechnungen. Also da kommt wirklich sehr, sehr viel auf euch zu, falls ihr sowas selber mal machen wollt. Zu den Kosten. Hat auf jeden Fall mehrere tausend Euro gekostet und da soll man sich nicht vormachen, man spart kein Geld, wenn man sich selber so ein Ding baut. Deshalb wird es nicht viel billiger, als wenn man sich ein fertiges Wohnmobil kaufen würde. Zumindest im Gebrauchten in der Richtung, in dem Baujahr, würde ähnlich viel kosten wie so ein Ausbau. Nur mit dem Unterschied, dass bei so einem Gebrauchten alle Einbauten 15 Jahre alt sind, die Kilometerleistung vom Auto ist wesentlich höher meistens. Und darauf hatte ich irgendwie keinen Bock. Ich wollte selber was bauen, habe auch Spaß daran gehabt zu bauen. Das hat mir echt wirklich viel Spaß gemacht. Und der Vorteil ist eben, dass alles neu, Kühlschrank, Heizung, alles ist neu. In dem Bett hat auch noch keiner geschlafen. Und ja, das gibt einem ein gutes Gefühl. Ich habe vorher eine ganze Menge Lektüre mir besorgt und mich so ein bisschen schlau gelesen. Sicherlich, jeder sieht das ein bisschen anders, individuell. Manche, das ist auch Quatsch. Einer erzählt dies, ein anderer erzählt das. Irgendwann wissen wir schon gar nicht mehr, ob man glauben soll. Aber es gibt so ein, zwei, drei gute Bücher, wo man sich so ein paar Sachen rausziehen kann. Auf jeden Fall gibt es eins, was ich wirklich sehr empfehlen kann. Da werde ich noch einen Link unten zu reinstecken. Das ist von einem Schweizer, der seinen Bus wirklich sehr penibel akkurat ausgebaut hat, bis ins Detail geplant hat. Und der hat es wirklich sehr gut gemacht und das war so meine Ausbaubibel. Ja, das war's von hier aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und würde mich freuen, wenn ihr ab und zu mal wieder reinschaut bei mir im Kanal. Kommen sicherlich wieder
noch ein paar Kajaktouren noch mit zu dieses Jahr. Noch ist das Wetter ja recht annehmbar. Und würde mich freuen, wenn ein Daumen hoch da lässt oder einen netten Kommentar. Ist auch immer schön zu lesen. Also denn, bis bald. Ciao.